Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, da wir die Forderungen in den Anträgen der Altparteien schon mehrmals diskutiert haben, gehe ich jetzt nicht extra darauf ein. Worauf ich aber eingehen muss und will, ist das gestrige öffentliche Fachgespräch, das unsägliche Verhalten von Professor Levermann, der Sachverständige der SPD, des Herrn Lenkert. Von den Linken hat Professor Schawif von der Hebräischen Universität in Jerusalem sehr deutlich gezeigt, wie man hier in Deutschland mit Wissenschaftlern umgeht, die sich nicht dem Mainstream unterwerfen. Ein für einen Bundestagsabgeordneten so unwürdiges Verhalten hätte ich selbst einem Linken nicht zugetraut. Wenn ein Abgeordneter der AfD sich nur ansatzweise so unverschämt gegenüber einem Professor aus Israel verhalten hätte, wäre er mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert gewesen. Ich erspare mir das an dieser Stelle, weil ich mich nicht auf Ihr Niveau herunterbegebe. Dieses Fachgespräch hat außerdem sehr deutlich gezeigt, dass das Pariser Klimaübereinkommen, die hier zugrunde liegende Hypothese, auf tönernen Füßen stehen. Wenn dann auch noch konkrete Fakten und Zahlen ins Spiel kommen, gerät das Ganze in eine ordentliche Schieflage. Auf die mehrmals nicht beantwortete Frage nach dem konkreten Temperaturausgangswert, von welchem aus 2 Grad Erwärmung nicht überschritten werden sollen, antwortete Professor Levermann dann doch, dass der Wert aus dem Jahre 1850 gelte und das seien 15 Grad Celsius. Die NASA, die NOAA, die Weltorganisation für Meteorologie bezeichneten das Jahr 2016 aber mit einer durchschnittlichen Temperatur von 14,8 Grad Celsius als das wärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn. Wir hätten dann also einen Temperaturrückgang von 0,2 Grad. Bei der nächsten Fragerunde quasi im selben Atemzug behauptete Herr Levermann, dass die Temperatur seit 1850 um 1,1 Grad Celsius gestiegen sei. Auf meinen deutlich vernehmbaren Zwischenruf, er saß direkt vor mir, dass wir dann ja jetzt eine Durchschnittstemperatur von 16,1 Grad haben müssten, sagte er gar nichts mehr, sondern nur, dass die Hypothese vom menschengemachten Klimawandel felsenfest stehe. Mehr nicht. Eine reine Behauptung ohne jeglichen wissenschaftlichen Beweis. Und noch mal, es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, kein Experiment, kein Versuch, der die Hypothese einer Ursache-Wirkung-Zusammenhang zwischen CO2 und Klima beweist. Nichts, gar nichts. Ich möchte noch einmal kurz auf unseren Antrag, den sofortigen Stopp der Klimaschutzbemühungen wegen erwiesener Nutz- und Wirkungslosigkeit eingehen. Der steht ja heute zur Abstimmung. Herr Kollege Jung behauptete bei der ersten Lesung steif und fest, dass die AfD den Klimawandel leugnet, obwohl von Klimawandel kein Wort im Antrag steht. Richtig allein ist, dass wir den menschengemachten Anteil daran infrage stellen. Sie, Frau Werte Dr. Scheer, beanstandeten in der ersten Lesung im Tabellen im Antrag, obwohl es da gar keine gibt. Sie beklagten Quellenangaben, die aus der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen stammen. Das ist sozusagen die Quelle der Quellen, auch der Goldstandard für offizielle Zahlen zur Energieerzeugung und Verbrauch in Deutschland. Dass Sie diese AG-Energiebilanz nicht kennen, ist schon eigentlich schlimm. Dass Sie diese Unkenntnis hier am Rednerpult auch noch der Öffentlichkeit preisgeben, naja, peinlich. Hier nochmal die wichtigsten Inhalte unseres sehr detailliert begründeten Antrags. Die Bemühungen der Bundesregierung, die deutschen CO2-Emissionen zu senken, erbrachten seit 2008 keine merkbaren Ergebnisse, sind also rundherum gescheitert. Die klar formulierten Zwischenziele des Klimaschutzplans 2050 und seiner jeweiligen Unterpläne im Bereich des Anteils erneuerbarer Energien am Energieendverbrauch bis 2020 werden weit verfehlt. Die geplanten Absenkungen sowohl des Primär- als auch des Energieverbrauchs liegen uneinholbar weit unter den klar formulierten Zielen 2020, 2030. Die ebenfalls geplante Umstellung des Individualverkehrs auf E-Mobilität verschiebt sie noch weiter ins Land Absurdistan, obwohl wir uns in diesem Jahr sowieso befinden. Wenn wir alle CO2-Emissionen in allen Bereichen auf Null brächten, nur dann, wenn man dieser absurden Hypothese glaubte, würde nur eine Temperaturminderung von 0,00653 Grad Celsius bewirken. Dafür auch nur einen einzigen Cent auszugeben, ist wirtschaftlicher Irrsinn.
Dies alles ist auch der Bundesregierung bekannt oder müsste es sein. Trotz totaler Zielverfehlung, trotz völligem Versagens pumpen Sie weiter hunderte Milliarden in diese völlig unsinnigen Maßnahmen. Für alle Menschen, die ihre fünf Sinne noch beieinander haben, kann es nur eine einzig sinnvolle Schlussfolgerung geben, diesen verschwenderischen Unsinn einzustellen. Ja, ich beantworte die Zwischenfrage, falls sie gewünscht ist. Jederzeit. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja, das mache ich. Wenn Sie meine Uhr anhalten. Bitte schön. Ich halte die Zeit immer an. Aber natürlich. Ja, sehr geehrter Herr Kollege, ich höre Ihnen ja sehr interessiert zu. Und ich bin auch der Meinung, wir sollten sehr viele Diskussionen im Deutschen Bundestag mit der AfD zum Thema Klimapolitik durchführen. Denn ich glaube, dass Sie da gegen die große Mehrheit der Bevölkerung stehen und es Ihnen auch schaden wird, solche Verschwörungstheorien hier von sich zu geben. Aber ich stelle Ihnen eine ganz konkrete Frage. Vor wenigen Tagen hat die US-Administration 13 der führenden Bundesbehörden inklusive der NASA ausgehändigt vom US-Präsidenten Trump einen 1.556 Seiten langen Bericht ausgefertigt, der Öffentlichkeit übergeben, in dem kerngemäß gesagt wird, der Klimawandel ist menschengemacht. Zweitens, die wirtschaftlichen Schäden sind heute zu spüren. Drittens, wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir in ein ökonomisches und natürlich auch klimapolitisches Desaster rennen. Jetzt frage ich Sie als AfD, sitzen in der US-Administration die Klimaleugner und diejenigen, die sozusagen diese Thesen in Frage stellen, wie auf Ihrer Seite, oder sind das für Leute? Also sind das Leute, denen Sie zustimmen können, oder ist das einfach alles eine Verschwörungstheorie auf der ganzen Welt? Gut, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie diese Kommission sich zusammensetzt. Sie wird sich wahrscheinlich aus denselben Leuten zusammensetzen, die Sie quasi als die 97%, was ja gar nicht stimmt, quasi bezeichnen, die quasi den menschengemachten Klimawandel quasi einen Konsens haben. Ja, ja, schreien Sie ruhig. Ich sage Ihnen nur eins. Bis zu Kopernikus, zu Zeiten Kopernikus haben 100% sind davon ausgegangen, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Bis 1930 sind 100% aller Wissenschaftler davon ausgegangen, dass es keine Kontinentaldrift gibt. Also es können sich auch die Mehrheit quasi irren. Und außerdem ist Wissenschaft keine Demokratie, sondern basiert auf wissenschaftlichen Fakten und nicht auf Mehrheitsverhältnissen. Ja, ja, alles klar. So. Und Ihre, und die, Herr Präsident, wissen Sie, dass ich 8 Minuten spreche und nicht plus 5? Weil die Uhr ist ziemlich weit runter, also, aber ist egal, gut. Okay, die hysterischen Zwischenrufe in der letzten Woche, als ich ausführte, dass jährliche Hunderttausende Greifvögel und Fledermäuse ihren so geliebten Windkraftanlagen zum Opfer fallen, hat eindeutig gezeigt, dass die Grünen mit Tierschutz nichts am Hut haben. Das ist symptomatisch für den Großteil der Grünen. Sie sind ideologiegetrieben und da haben eben ehrlicher Natur- und Umweltschutz keinen Platz. Eigentlich ein Verrat an allen Menschen, die Sie wählen, weil Sie wirklich ein grünes Herz haben. Sie aber verstecken sich unter Ihrem grünen Mäntelchen und sind darunter tiefrot. Und unter diesem grünen Mäntelchen haben sich in der Geschichte Ihrer Partei Pädophile, Inzestverharmloser, Kommunisten, Maoisten und bis zum heutigen Tag Deutschlandhasser und Deutschlandabschaffer versteckt. Die Linken und ihre Antifa tragen ihren Deutschlandhass wenigstens offen vor sich her. Sie verstecken sich hinter der fast täglichen Postulierung von neuen Katastrophen, Waldsterben, Insektensterben, der Untergang der ganzen Welt durch die vermeintlich menschengemachte Klimakatastrophe. Sie sollen ablenken von ihrem eigentlichen Ziel, die Abschaffung des Nationalstaates Deutschland. Dass die SPD da mitmarschiert, ist klar. Sie haben in Ihrer Geschichte Deutschland nicht nur einmal verraten. Die FDP heißt nicht umsonst im Sprachgebrauch außerhalb dieses Hauses Steigbügelhalterpartei, weil sie sich Jahrzehnten jeder Partei anwidert, um auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Aber dass die CDU mit diesen Ideologen ins parlamentarische Bettchen steigt, ist ein Zeichen dafür, dass die Zeiten Adenauer, Strauß und Kohl endgültig vorbei sind. Ich weiß, dass es in der CDU einige Kollegen gibt, die sich ihren gesunden Menschenverstand bewahrt haben, in der FDP auch. Ich kenne einige von Ihnen. Aber ich spreche hier explizit die Kollegen der CDU an. Sie wissen, dass diese Bundesregierung falsch liegt. Sie haben einfach zu viel Platz im Schritt, um sich gegen diesen ideologischen Irrsinn offen zu opponieren.
seit Merkels Machtübernahme. In der CDU wird diese geflutet von roten und grünen Systemlingen, die die noch verbliebenen konservativen Werte, die sie mal ausgemacht haben, von innen wie ein Krebsgeschwür auffressen. Die letzte verbliebene konservative Partei ist die AfD. In dieser versammeln sich aufrechte Patrioten, die ihre Heimat wirklich lieben und schützen. Ich schließe mit den Zeilen eines Kinderliedes. Und wir lieben die Heimat, die Schöne, und wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört, weil sie unserem Volke gehört. Vielen Dank. Herr Kollege Hese, unter der Voraussetzung, dass die Uhr wirklich geht, davon gehe ich aus, haben Sie tatsächlich exakt 8 Minuten gesprochen plus Beantwortung der Zwischenfrage. Wir sind da sehr sorgsam bei der Überwachung der Zeitnahme. Das ist wie beim Fußball. Ich habe den Zwischenruf leider nicht verstanden, aber war wahrscheinlich nicht so wichtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Nächste spricht zu uns die Bundesministerin Svenja Schulze.